Moin, hier ist Don Grüne Ente und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wie programmiert man eine Mod. Heute werden wir mal Crafting-Rezepte hinzufügen. Ich werde daraus zwei Teile machen. Im zweiten Teil werde ich nochmal ein bisschen genauer auf die ganzen Themen eingehen. Jetzt fangen wir aber erstmal ganz normal mit dem Crafting-Table, Crafting-Rezepten an. Das heißt, wir gehen als erstes hier einmal auf Resource, machen einen Rechtsklick, Open Explorer. Einfach bei den Ressourcen mache ich es lieber hier in dem Explorer. Dann gehen wir hier auf Resources und hier machen wir Rechtsklick, New Ordner und nennen das Ganze Data. In diesen Data-Ordner packen wir dann einen neuen Ordner und den nennen wir so wie unsere Mod-Real Mod. Wenn ihr einen anderen Namen habt, nutzt ihr natürlich den. Dann gehen wir da rein, machen wieder Rechtsklick und fügen dann einen Ordner hinzu und den nennen wir Receipts. Ganz wichtig, ihr müsst das hier alles genauso nennen, außer halt den Mod-Ordner. Sonst müsst ihr ja alles genauso nennen, da Minecraft eine spezielle Datenstruktur hat und die müssen wir beibehalten. So, dann können wir das schließen und dann sehen wir hier ist data-tutorial-mod.receipts. Dann machen wir hier jetzt einen Rechtsklick drauf, New File und nennen das Ganze jetzt so wie das Produkt oder es, man nennt es eigentlich so wie das Produkt, was am Ende rauskommt, also test-item.json. Das ist das Produkt, was wir am Ende dann rausbekommen wollen. Und jetzt gehen wir einmal kurz auf eine Webseite. Link zu dieser ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Webseite geöffnet habt, sieht das Ganze etwa so aus. Dann wählt ihr hier unten einmal eure Minecraft-Version aus. Da wir die Mod hier in 1.16 programmieren, nehmen wir hier 1.16 aus. Und dann müssen wir uns erstmal jetzt ein provisorisches Item hinzufügen. Das heißt, wenn wir hier jetzt Birken oder Spruce Planks hinzufügen, können wir die später durch unser eigenes Item ersetzen. Ich mache hier einmal ganz kurz eine kleine Anordnung von Item, wie ich das Ganze haben möchte. Ihr könnt das dann später alles ändern, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Das heißt, die Schwämme können wir dann durch irgendwas anderes ersetzen und dann sagen wir mal, das hier ist jetzt so, wie wir das Ganze haben wollen. Dann können wir hier später noch im zweiten Tutorial einige andere Einstellungen machen, aber wir kopieren uns jetzt erstmal das hier, gehen dann hier rüber ins Script und kopieren das in das Crafting-Rezept rein. Und jetzt müssen wir hier einmal ein paar Sachen austauschen. Und zwar wählen wir hier statt Minecraft, wählen wir hier Tutorial Mod aus, also so wie unser Name heißt. Und dann wie das Ganze oder wie unser Item heißt, was wir da nutzen wollen. Da will ich jetzt den Test-Block nutzen. Kleine Info, ihr seht vielleicht hier dieses Hashtag und darüber Key. Das Hashtag seht ihr vielleicht auch hier oben. Hier oben sieht man immer, wie das Crafting-Rezept aufgebaut ist. Das heißt, das Hashtag hier oben steht für dieses Item hier. Und dann das Q hier in der Mitte steht für das Item hier. Das sieht man auch, wenn wir auf der Webseite sind. Dort hat man auch gesehen, in der Mitte ist das Item, außen sind diese Items. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon mal das erste Item gesetzt. Dann nennen wir das Ganze hier Tutorial Mod und schreiben hier den anderen Namen von dem Item hin. Test-Ohr. Ich habe nochmal ein neues Item hinzugefügt, einfach damit wir jetzt eine schöne Crafting-Rezept machen können. Dann schreiben wir unten noch einmal Tutorial Mod Doppelpunkt Test-Item hinzu. Und das hier ist jetzt das Result, also das Produkt. Also wenn wir gecraftet haben, das, was wir da rausbekommen, das ist das, was wir brauchen. Hier steht, was genau das Item hier darstellt. Und hier oben sehen wir die Darstellung des Crafting-Rezepts. Wenn ihr da zum Beispiel drei Sachen habt, dann sieht das Ganze irgendwie so aus, als Beispiel. Und wenn man hier hinter dann wieder was hinzufügen möchte, kommt hier wieder ein Komma hin. Und da rein kommt dann zum Beispiel Q, 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 Q oder so als Beispiel. Auf jeden Fall, das hier löschen wir jetzt einfach mal raus. So kann man das Ganze dann lassen. Dann Count, wie viele kriegt man raus? Wir schreiben hier mal 2 hin und können wir das Spiel auch einmal kurz starten. Da sind wir und jetzt habe ich den Crafting Table zerstört. Wenn wir uns hier an den Crafting Table nehmen, dann können wir jetzt genau die Items, die wir gerade eben da reingeschrieben haben, hier rein platzieren. Ist übrigens egal, wo wir den platzieren. Im zweiten Tutorial können wir dann auch noch aussuchen, ob das wichtig ist und welche Reihenfolge sie platziert werden. Auf jeden Fall können wir jetzt unser Test-Item craften und damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein Basic-Crafting-Rezept hinzugefügt. Ich hoffe, man konnte alles verstehen. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf meinen Discord-Server kommen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr da auch einfach so ein paar Kommentare schreibt. Und ist, wie schon gesagt, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann verpasst ihr die Folgen weiterhin nicht. Und dann sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.